Willkommen in Leipzig. Am 14. Oktober starteten 1800 Erstsemester in einen neuen Lebensabschnitt. In einer feierlichen Zeremonie im Gewandhaus zu Leipzig wurden sie an der Hochschule immatrikuliert. Für viele sind es die ersten Erfahrungen als Student, welche mit verschiedenen Erwartungen verbunden sind. Ich erwarte auch, dass man jetzt so mal ganz neue Leute kennenlernt. Ja, vor allem, dass ich halt auch mehr in diese Materie der Nachhaltigkeit mit einsteigen kann. Bei mir war es vor allem Leipzig die Stadt, dass ich gerne nach Leipzig wollte. Praxis. Ich ziemlich viele Nächte auch in der Uni verbringen werden. Dass viele neue Freunde kennenlernen. Neben den Studierenden wurde Professor Dr. Marc Mietzner als neuer Rektor der HTWK begrüßt. Professor Mietzner fühlt sich sehr verbunden mit den Neuimmatrikulierten. Wie Sie vermutlich wissen, hat mein Amt erst vor 14 Tagen offiziell begonnen. Somit bin ich quasi, genau wie Sie, ein Ersti an der HTWK. Für eine vielfältige musikalische Untermalung sorgte das HTWK-Orchester unter der Leitung von Matthew Lynch. Des Weiteren gaben die Stura-SprecherInnen Sabine Giese und Toni Nabrotzki Tipps für den Einstieg ins Studium und erinnerten an die demokratischen Werte. Denn für eine demokratische Gesellschaft brauchen wir reflektierte und kritische Menschen wie euch. Wir brauchen Menschen, die verstehen, wie Demokratie funktioniert und welchen Stellenwert sie für uns haben muss. Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung begrüßte die neuen Studierenden. Jung bekräftigte nochmals, welche herausragende Wahl Leipzig als Studienstandort sei. Wir sind in der aufregendsten, schönsten und ohne mich anzuwidern, ja, geilsten Großstadt Deutschlands genannt. Floyd wünscht allen Neuimmatrikulierten und anderen Studierenden einen guten Start ins neue Semester.